Ja, ich Ruf werde Lenmo hier und ungeduldig lasst hier. uns zum Geschäftlichen kommen. Ich befolge nur die Regeln. Euer Ruf eilt euch voraus und wir wollen keine Probleme. Darf ich Ey, meine vorstellen, Ex-Frau. Nemro der Hutte, Freundin. Der berühmte Verbrecherkönig von Jiguna. Also nicht Ex-Frau, sondern... Ja. Gut, der Witz kam Dankeschön. nicht. Tut mir leid. Ja, ey, komm, wir pöbeln ihn jetzt mal so richtig Meine an. Meine Geschenke sind mehr wert als ihr, Schleimhaufen. Nicht schlecht. Nemro, die Figuren hier sind aus echtem Aurodium. Der Stoff sieht aus wie... Manama Ashabiju. Kibunama Lituta und Mishka Kabano Tasema. Kiubaki Wata Bangi Danko Batoga Wata. Das ist ja ekelhaft. Nicht mal für Geld würde ich eure Sklaven anfassen. Kibane Dori. Nanana Dota. Dabita Wanawanga. Natürlich, mächtiger Nemro. Kunamo, Uban Choni Alipa, Istin Goto. Konchuta, Kasu Yali Koira, Tokati Kong. Eure Audienz bei Nemro dürfte damit beendet sein. Verzeiht uns bitte diese Störung. Ich arbeite für diesen Hutten schon seit er meine Bande getötet hat, als ich 13 war. Glaubt mir, wenn er so ist, könnt ihr nicht mit ihm reden. Also irgendwie kommt er mir sympathisch rüber. Weiß ich auch nicht warum. Wer ist dieser? Nee. Er unterschätzt mich. Ich glaube, ich kann seine Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht, aber es wäre unklug, es zu versuchen. Es gibt Probleme mit dem Fatra-Clan, die uns Leute, alle achtet mal auf den Bart. Fatra Schwut nochmal bitte Reihe, zurück, aber das wo man ihn so seitlich jetzt sieht. Noch nicht eingeschritten. Hier. Leute, also dieses Spiel hat einige Fehler, aber komischerweise nur bei der Klasse. Bei dem Jedi-Ritter war irgendwie alles okay. Also geht es um eine geschäftliche Streitigkeit. Worum bekriegt ihr euch? Um alles. Die Minen, die Fabriken, den Sklavenhandel. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss die Situation mit der Sicherheit besprechen und Totlasen davon abhalten, etwas Törichtes vorzuschlagen. Inzwischen seid ihr unser Gast und habt unsere Zustimmung, hier Geschäfte zu machen. Fühlt euch hier wie zu Hause. Wir sehen uns später. Was? Sehr merkwürdig. So, Nemro. Keule. Na? Mann, bist du fett. Okay, gut. Also, es ruckelt wirklich sehr. Ich werde denn doch nochmal was verändern, weil... ich dachte eigentlich, es geht, aber anscheinend dann irgendwie doch nicht. So, und jetzt werden wir mal gucken, was wir jetzt machen sollen. Wir sollen... Wir sollen zu Suite im Palast, okay. Jetzt hier in dem Palast oder jetzt in einem anderen? Nein, in dem Palast. Wahrscheinlich sollen wir zu den Sklaven gehen. Ja. Nebenbei ziemlich hässlich hier. Was sollen wir jetzt hier machen? Ach so, wir sollen den jetzt hier also halt sabotieren. Und ja, wo sind die denn?
Ach nee, wir sollen diese Teile verstecken halt. Diese. Oder nee, hä? Ach egal, Hauptsache wir machen hier irgendwas. Jetzt noch die Flasche. Einen schicken Fernseher hat er. Hui. Ach, und jetzt sollen wir wahrscheinlich wieder mit dem Offizier reden. Warum dauert das eigentlich immer so lange? Gut gemacht, Agent. Das Abhörgerät funktioniert einwandfrei. Nemro kann nun nichts mehr vor uns verbergen. Der imperiale Geheimdienst kam zu dem Schluss, dass Nemros menschlicher Lieutenant Karels Jarvis das schwache Glied bei seinen Operationen ist. Ihr müsst den Mann manipulieren, bis er uns dient. Es sollte nicht schwierig sein, ihn zu manipulieren. Bedauerlicherweise verliert. Ich habe da schon eine Vorstellung. Hier, da. Lieutenant Toglasen ein aufgehender Stern ist. Ich möchte, dass ihr Karels aufsucht und ihm eure Dienste als rote Klinge anbietet. Tut, was nötig ist, um sein Ansehen bei Nemro zu steigern. Ach so. Das ist so eine Kleinigkeit. Kein Problem. Das sollte es auch nicht sein. Noch eine Sache, Agent. Diese Operation hat die Aufmerksamkeit eines Mitglieds des Rats der Sith auf sich gezogen. Die von Darth Yadus persönlich. Der Rat unterliegt nur der Autorität des Imperators selbst. Es ist eine seltene Ehre, dass eine Geheimdienstoperation solch ein Interesse auslöst. Bei allem nötigen Respekt, warum interessiert sich der Rat der Sith für Hutter? Diese Operation ist keine echte Bedrohung für die Sith. Ich weiß nicht, warum Lord Yadus Interesse zeigt, und es ist auch nicht unsere Angelegenheit. Die Sith müssen sich nicht rechtfertigen. Erstattet Bericht, sobald ihr herausgefunden habt, wie ihr Karels helfen könnt. Aufseher, Ende. So, und wir haben eine neue Waffe. Super, die nehmen wir gleich. Und Stufe 3. Yay. Und die sieht gleich viel cooler aus. So, ja. Also, wir sollen jetzt den einen dort manipulieren. Also, ich bezweifle, dass BioWare wirklich darauf geachtet hat, ob Mädchen oder Junge. Also, ich glaube nicht, da sollen wir jetzt nicht unseren Charme spielen. Also, das habe ich jetzt eher nur so ein bisschen so scherzeshalber mal gesagt. Vielmehr interessiert es mich, warum sich ein Sith Lord dafür interessiert. Vielleicht mag er ja uns. Naja, nee, also mal gucken. Also es ist ziemlich interessant. Irgendwie ein bisschen interessanter als ja, die Jedi-Ritter halt. Also die, von der Story her natürlich. Warum die Eile klinge? Erinnert ihr euch nicht an mich? Euer alter Freund, Deno Rey? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ihr damals auf Hoth so hübsch wart. Aber ihr könnt keine Hochstapler sein. Ihr kennt euren Freund D. Mein alter Freund. Natürlich erinnere ich mich an euch, Deno. Wie lange ist es hier? Ein bisschen zu lange, wie ich meine. Wie sich herausstellt, haben wir ein Problem. Wisst ihr, ihr seht nicht wie die Klinge aus, die ich kenne. Die Klinge, die mir Credits schuldet. Aber ihr sagt, ihr wärt die Klinge, meine hübsche Freundin. Also nehme ich euch beim Wort und bitte um mein Geld. Ihr versteht? Das ist ja mal geil. Ja, das mache ich jetzt. Wir stünden uns nah, Deno. Ich dachte, ihr wärt ein wirklich guter Freund von mir. Ja, das kann ich sehen. Aber ohne eine Entschädigung kann ich euer Geheimnis nicht bewahren.
Komm weiter flirten, ey. Komm, das mache ich jetzt, ey. Kommt schon. Ihr würdet doch einer Frau nicht ihre letzten Credits abnehmen und sie voll ungestillter Bedürfnisse zurücklassen. Nein. Vielleicht kann ich euch dieses Mal einen Aufschub geben. Unter Freunden. Deno und die Klinge, wenn ihr versteht. Also nicht, dass ich nachher noch mit ihm schlafen muss, ey. Also. Ach komm, ich zieh das jetzt hier durch, das ist doch... Und zwar sehr. Gut. Wisst ihr, wir könnten zu mir gehen, es uns gemütlich machen, oh, nee, alte Zeiten reden. Nee, bitte wir haben nicht viel gemeinsam, ihr und ich. Nee, komm bitte nicht. Ey, komm, nee, danke. Klingt nach Spaß, mache ich nicht. Ich mache, nein, danke, ey. Aber ich habe noch zu tun. Vielleicht holen wir das ein andermal nach. Sicher, ja, genau, ein andermal. Ich werde euer Geheimnis bewahren. Niemand soll sagen können, ich wäre nicht gut zu euch. Oh, ich dachte jetzt schon, ey. Aber oh, das finde ich ja cool, ey. Ach ja, das macht bestimmt Spaß jetzt hier, das Let's Play. Nebenbei, bevor ich den jetzt hier noch mal anspreche, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ, der Let's Plays macht. Dementsprechend, das hört man auch wahrscheinlich so, wenn ich jetzt alles so kommentiere. Aber halt, ich habe mir fest vorgenommen, das hier auf jeden Fall aufzunehmen, weil ich finde das Spiel richtig gut. Und wie schon im anderen Let's Play gesagt, es verdient es eigentlich mal, Let's Play zu werden. Jetzt halt von mir, meine ich jetzt, von mir aus. Andere haben es auch schon Let's Play. So, jetzt quatschen wir mal mit dem Typen hier. Nebenbei, ich sollte dann doch mal irgendwie versuchen, die Auflösung zu ändern oder halt die Grafik. Schön zu sehen, dass euch der Palast gefällt. Hört zu, in 5 Minuten muss ich mich mit ein paar durchgeknallten Fremdlingen treffen. Und ich wollte euch etwas fragen. Ihr seid doch schon weit rumgekommen. Wie ist es mit dem Imperium, Geschäfte zu machen? Ziemlich gut, man hat nur Stress. Das Imperium ist das reinste Ärgernis. Ich halte mich neuerdings von ihnen fern. Ihr könnt froh sein, diesen Luxus zu besitzen. Nicht viele können sich das erlauben. Die Hutten haben die Kontrolle über die Banden. Und ich denke, schon sehr bald werden die Republik und das Imperium die Kontrolle über die Hutten haben wollen. Selbst wenn Nemro das nicht glauben will. Sollten wir uns für eine Seite entscheiden müssen, will ich mich für den Sieger entscheiden. Und ich denke nicht, dass das Imperium verliert. Falsch. Gute Wahl. Wie sieht euer Plan aus? Ach komm, ich sag jetzt einfach mal das falsch. Das Imperium hat eine Menge Probleme. Wenn ihr denkt, dass es den Sieg in der Tasche hat, macht ihr euch was vor. Vielleicht tue ich das, aber ich habe meine Gründe. Meine Söhne sind freie Händler. Sie arbeiten zurzeit im Solus-System. Es ist das erste Mal, dass sie mit dem Imperium zu tun haben. Und ich mache mir Sorgen. Vielleicht sollte ich das nicht. Aber ihr wolltet etwas von mir. Was kann ich für euch tun, Klinge? Lasst uns zusammenarbeiten. Ihr kennt Hutter ziemlich gut. Aber euch fehlen meine Fähigkeiten. Ich dachte, wir könnten uns für ein Geschäft zusammentun. Im Ernst? Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber gerade könnte ich tatsächlich jemanden gebrauchen, der im Alleingang Resultate erzielt. Nemro brodelt in seinem Schleim, seit er eine Erzlieferung im Evoki-Gebiet verloren hat. Aus irgendeinem Grund gibt er mir dafür die Schuld. Die Evoki sind die Eingeborenen von Hutta. Sie waren schon hier, bevor das Kartell ankam, und sie würden uns am liebsten tot sehen. Wenn ihr mir die Lieferung bringt, werde ich euch gut bezahlen.